zeig noch mal, was so ein Emulator alles machen kann. Ich habe jetzt hier so ein Commodore Plus/4, das geht eigentlich genauso wie beim C64, Commodore 64. Ist eigentlich egal. Man gibt einfach zum Beispiel ein, was man so will. Ist egal. Ich habe jetzt hier eingegeben, vor U ist 1 zu 9 und da vorne 10 geschrieben. Jetzt kommt 20 und ich tippe mal ein, Print U und 30, Next, U oder Next, ist egal. Und wenn ich jetzt Run sage, Run, R-U-N, was macht er dann? Ja, er macht das, was er soll. Dieses Programm bewirkt das, was ich jetzt gesagt, was ich jetzt gezeigt habe hier. Das ist eine For-Next-Schleife. Dankeschön.